Guten Abend und herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im großen Saal, ausverkauft. Das ist ein grandioses Gefühl, seit langer Zeit mal wieder. Ich begrüße auch die, die drüben im kleinen Saal sitzen und auch die, die zu Hause im Livestream heute Abend zugucken. Es ist ein ganz besonderer Abend. Wir haben nämlich heute Abend eine Buchpremiere. Markus Gasser ist bei uns, er ist extra aus der Schweiz für uns angereist, um sein Buch Die Verschwörung der Krähen vorzustellen. Und es ist ein ganz großartiger Roman, der uns in das historische London führt um 1700. Und wir dürfen auf den Spuren und in den Stapfen von Daniel Defoe folgen. Und es ist basiert auf historischem und nimmt es aber seine ganz eigenen Wendungen. Und ich kann Ihnen diesen Roman wirklich nur ans Herz legen. Man folgt nämlich durch eine ganze Epoche immer sehr leichtfüßig auf den Fersen von Daniel Defoe. Und es ist einfach ein großartiger Roman, der großen Spaß macht. Das alles schafft er auf nur 235 Seiten, sehr beeindruckend. Und ich könnte mir keinen besseren vorstellen für den heutigen Abend, um diesen zu moderieren, als den Meister der historischen Fiktionalisierung, Daniel Kehlmann. Ich freue mich wirklich über diese Kombination und so gebe ich jetzt auch einfach ganz schnell die Bühne frei, damit wir Zeit haben, damit Markus Gasser und Daniel Kehlmann über diesen tollen Roman sprechen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen und dass Sie alle hier sind. Ich freue mich besonders über den Abend, weil ich hier einen Triumph feiern kann, auch einen persönlichen für mich. Ich werde gleich erklären, worum das geht. Und zwar, ich kenne Markus Gasser oder wir kennen uns schon relativ lange, ich glaube seit ungefähr 2004 oder 2005. Wie sage ich das am besten? Wir kennen uns, weil Markus damals ein Buch über mich geschrieben hat, über meine Arbeit. Er war der Erste, der so etwas Verrücktes unternommen hat. Und ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut und freue mich immer noch sehr darüber. So kennen wir uns jedenfalls. Und wir haben uns lange über meine Arbeit unterhalten und damals und über alles Mögliche natürlich, weil er einer der belesensten Menschen ist, die ich überhaupt auf der Welt kenne. Und wenn ich jetzt sage, einer der belesensten, überlege ich sofort, was für eine komische Formel. Er ist eigentlich der belesenste, den ich kenne. Man sagt immer einer der, weil man sich absichern will, aber eigentlich kenne ich niemanden, der so viel gelesen hat. Jedenfalls, wir kennen uns schon lange. Ich habe dann natürlich, er war damals, sagen wir mal, noch, wir werden gleich drüber reden, ob das überhaupt die richtige Art ist, seinen Werdegang zu beschreiben, aber er war damals noch Literaturwissenschaftler und hat Literaturwissenschaft unterrichtet und wurde dann im Laufe der, also schon das Buch, das er dann über meine Arbeit geschrieben hat, hatte einen sehr starken essayistisch-erzählerischen Aspekt und die Bücher, die er dann in den nächsten Jahren geschrieben hat, waren definitiv, es waren Bücher über Literatur, aber man kann sie eigentlich nicht mehr literaturwissenschaftliche Bücher nennen. Es waren wirklich essayistische Bücher über Bücher und über das Erzählen und über Erzähler. Ein großartiges Buch von ihm ist das Buch der Bücher für die Insel, wo die Idee des Kanon, diese alberne, man könnte sagen, oder leichtgängige illustrierten Frage, was für Bücher würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen, wirklich mal ernst genommen wird. Was für Bücher würde man wirklich mitnehmen? Also was bedeutet eigentlich Kanon heute noch? Ein anderes Buch von ihm erzählt Geschichte in Romanen, also Weltgeschichte in Romanen. Sein nächster essayistisches Buch danach handelt, ist, ich muss gerade den Titel anschauen. Launen der Liebe, genau. Ich wollte sagen, es handelt von der Liebe. und eine schöne Alliteration, Launen der Liebe. Und all diesen, man merkte, ich glaube, jeder merkte, der sie aufmerksam gelesen hat,
dass hier wirklich ein großer erzählerischer Impuls da war. Man kann sehr viel über Bücher lernen, man kann sehr viel über das Lesen lernen, aber man lernt es in einer Form der fließenden szenischen Erzählung. Und ich habe immer seit Jahren zu ihm gesagt, du musst einen Roman schreiben. Das muss einfach sein. Es geht alles in diese Richtung. Es muss einfach ein Roman sein. Und ich weiß noch, dass er sagte, nein, ich schreibe keine Romane. Und deswegen sage ich sitze hier im Gefühl des Triumphs. Weil es ist soweit, Markus Gasser hat seinen ersten Roman geschrieben. Und ich fühle es auch insofern als Triumph für meine Voraussage, weil es ein fantastischer Roman geworden ist. Ein ganz großer, kraftvoller, erzählerischer Wurf, den man wirklich atemlos liest, der nicht halb noch im, man kennt dafür ja auch Beispiele, in der Literatur, Wissenschaft oder sogar noch im Essayismus, oder noch im Essayismus steckt, sondern der wirklich erzählt ist, ganz und gar gestaltete Geschichte. Geschichte sowohl im Sinn von Historie als im Sinn von Story, Plot. Und es ist einfach ein fantastisches Buch und ich freue mich sehr, dass wir heute darüber reden können und komme damit schon jetzt zu meiner ersten Frage, die sich ganz natürlich stellt aus dem, was ich jetzt über dich gesagt habe, nämlich, vielleicht sollte ich noch eine Sache einschieben, bevor ich die Frage stelle, nämlich er hat nach oder nicht, also in den letzten Jahren auch noch eine weitere Form der Literaturvermittlung ergriffen, nämlich einen sehr, sehr viel gesehenen, sehr einflussreichen YouTube-Channel. Literatur ist alles, wo, genau, ja, sehr einige Fans sind da. Wollte das nicht übergehen und wo man auch wirklich ihm zuhören kann, wie er mit seiner ganzen wunderbaren Lebendigkeit und seinem unerschöpflichen Wissen über Bücher redet. Und ja, jetzt komme ich zu der Frage, kannst du beschreiben diese unterschiedlichen Arten des Schreibens oder eben im Fall von YouTube des Zugangs, das sind doch mehrere Übergänge gewesen. Wie hast du die bewerkstelligt? Diesen Schritt von der Literaturwissenschaft zum Essay, zum Sprechen, Freisprechen auf YouTube und dann eben zur literarischen Fiktion. Wie war das für dich? Hat sich das für dich doch auch immer abgezeichnet oder hat dich das selber überrascht, diese Schritte, die du gegangen bist? Das hat mich selber überrascht. Absolut. Naja, begonnen hat das Ganze so, dass ich 2007 die Habilitationsschrift Sprengung der platonischen Höhle abgeschlossen hatte. Damit war ich habilitiert, das heißt, ich war Literaturdozent, Privatdozent, wie man das nennt. Und es war zugleich der Abschluss für mich dieser Karriere. Und zwar, weil ich eigentlich des nicht universitären, jedoch der Theorie müde war. Es war auch eine Romantheorie gegen Georg Lukács, der damals immer noch, beziehungsweise gerade auch heute noch, die Romantheorie beherrscht. Auch unsere Vorstellung, wie Romane auszusehen haben. Darum heißt es ja Sprengung. Es ist eine Sprengung, es ist ein Befreiungsschlag gewesen. Und ich habe mich aus dieser, ich habe einfach Theorie und vor allem diesen Jargon, der damit verbunden ist, nicht mehr ausgehalten. Keine Minute länger. Ich wollte erzählen. Ja? Und ich wollte mich keiner Theorie mehr unterwerfen. Ich wollte nicht mehr auch mit Theorien hantieren. Sei das nun nichts gegen die es genannten. Ja? Die sollen ja machen, was sie wollen. Und ihre Adepten. Aber Niklas Luhmann und Rollo Barthes und Michel Foucault, das war mir, da unterwirft man sich, wie ein Patient sich der Psychoanalyse unterwerfen muss, ne, bis zu wissen gerade. Und dann kommt natürlich hinzu, dass man ein Werk hernimmt, nicht, unterwirft ein Werk, also unterwirft das Werk der Theorie, und dann kommt sowieso immer dasselbe dabei heraus, nämlich die Bestätigung dessen, Foucault hatte recht oder Rollo Barthes hatte recht. Das war mir, das ging einfach nicht mehr. Diese Sprache ging nicht mehr. Die Begriffe sind für mich tot, bis zum gewissen Grad. Erst wenn Begriffe verlebendigt werden, ja, durch Erzählen werden sie was. Das betrifft auch Alltagsbegriffe. Nimm
Entschuldigen Sie, dass ich das Wort so anspreche, Rassismus. Wir wissen alle, was Rassismus ist. Aber erst, wenn uns Wilhelm Faulkner in Light in August, also Licht in August, oder Toni Morrison in Beloved oder Paradise erzählt, wissen wir, was das wirklich bedeutet. Das ist der große Unterschied, nicht? Also, es war also diese Ermüdung und es war dieser Erzähldrang, von dem du vorhin gesprochen hast. Dann hast du als zweites, hast du dann den Weg zum Rezensenten hin. Das heißt, Arbeit für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Arbeit für die Weltwoche, etc., etc. Dort war dann wiederum das Problem das, dass du dich ja in den Bereich hinüber bewegst, dass du Leute kritisieren und unter Umständen verreißen musst, nicht? Und das war für mich auf Dauer unmöglich. Ich konnte das nicht. Und so war dieser Weg mir selbst bis zum Grad. Ich habe mir den selbst irgendwie verschlossen. Ich habe da 2-3 Fehler begangen, Schuld auf mich geladen. Ich habe zum Beispiel Ada von Nabokov verrissen. Das bereue ich bis zum heutigen Tag und das verzeihe ich mir auch nicht. Und daraus ist dann auch Literatur ist alles entstanden. Zum Glück gerade, weil Literatur ist alles, das ist ein Kanal, in dem wird grundsätzlich nicht verrissen. Das gibt es nicht mehr. Es gibt nur Begeisterung und es gibt nur grundsätzlich als Haltung, ich denke aus den Autorinnen und Autoren heraus, versuche sie aus dem heraus zu verstehen, was sie wollen mit dem Buch, das sie schreiben und aus dem heraus erzähle ich es und beschreibe ich und analysiere ich es dann. Und da war auch dann Nabokov eine Synthese, ein Vorbild. Weil Nabokov konnte ja alles, nicht? Er konnte ja analysieren in seinen Vorlesungen, genauso wie er eben erzählen konnte. Also du sprachst den Registerwechsel an. Da siehst du den Registerwechsel praktisch von Literaturwissenschaft hin zum Artikelschreiben respektive Rezension und hin dann zur Literatur ist alles. Das ist ganz was anderes wiederum, ist eine nicht vernichtende Haltung. Was mir schwerfällt dabei und heute noch schwerfällt, ist, dass man bei Literatur ist alles, über etwas spricht und nicht aus der Literatur heraus. Und wenn ich einen Roman schreibe, wie Die Verschwörung der Krähen, dann bist du irgendwas drin. Dann erfindest du eine Welt, dann beschäftigst du dich nur mit Figuren, die genauso real sind wie die Menschen hier um dich herum. Genau gleich. Klingt ein bisschen romantisierend, ist aber so. Sonst wird ja aus den Figuren nichts. Und der Weg zurück oder voraus, wie du es immer haben willst, oder beiseite, wieder über jemanden sprechen zu müssen, wie ist gerade jetzt, auf YouTube ist gerade Virginia Woolf dran gewesen, ist wiederum über jemanden. Und das, dieses über jemanden schreiben, das fällt mir immer schwer. Und für mich, wie soll ich die deutsche Sprache neu erlernen müssen, jedes Mal. Das muss ich, dieses Gefühl habe ich sowieso bei jeden Morgen. Also während ich schreibe. Das ist so. Das heißt, ich hätte jetzt dich gefragt, ob dieses der Übergang zu den eigenen Romanen nach dem Sprechen über die Romane anderer, ob das eine Überwindung war, aber es klingt so, als wäre es eher eine Befreiung. Es war der reinste Befreiungsschlag. Ja, also das war etwas es hängt auch mit meinem Herzstillstand zusammen, 2007. Also ich bin auf der Straße zusammengekippt und war kurz so. Und der Vorteil so ein nahtodes Erlebnis ist, dass man unbefangener mit der Welt umgeht. Man glaubt ja auch, mit Recht dann auch nicht, man habe weniger Zeit. Ne? Da war ich 40. Ne? Inzwischen doch 10, bin ich doch 50 geworden. Ne? Glück gehabt. Ich habe einen Defibrillator am Herzen hier, ne? Kann man hier sehen. Fühlt mich wie ein Huhn, dass man noch spickt. Und es war so, dass ich dadurch unbefangener wurde und mir dachte, Menschenskinder, was wirst du mit der Zeit, die dir gegeben worden ist, eigentlich so anfangen? Und dann kam, früher oder später, dann kam logischerweise das auf, jetzt wird, schreibe ich diese, wie du nennst es, essayistische Bücher, man kann es auch erzählerische Sachbücher nennen, und dringe mehr und mehr zum Erzählen vor. Und das war eine Befreiung, ja, aber es hatte immer noch eine
ist man immer noch kerkerhaft. Logischerweise, weil es ist ja unentwegt was vorgegeben. Nicht? Ich kann in Launer Liebe beispielsweise, wenn ich die Geschichte von Robert Anthelme und Marguerite Duras beschreibe, nicht über die Grenzen dessen hinausgehen, was die beiden nun mal getrieben haben. Und das ist ja schon genug an sich, ja. Und ich kann das erzählerisch machen, das heißt also wirklich unterhaltsam für die Leserinnen und Leser, aber das war's. Mehr ist nicht drin. Und das Erfinden, da habe ich mir oft gedacht, oh Gott im Himmel, eines der Lieblingskapitel in Launer Liebe von mir, auch eines schwierigsten für mich gewesen zu schreiben, war über meine Lieblingsschriftstellerin Emily Bronte, über Wuthering Heights. Übrigens empfehle ich das jedem. Sie werden sich davon nicht mehr erholen. Es ist ein so fantastisches und cooles Buch, das kommt zum Aushalten. Schade, dass es zu wenig gelesen wird. Müssen Sie es auf Englisch lesen, da gibt es eine Annotated Edition, die ist wunderbar. Und dann lesen Sie es in deutscher Übersetzung daneben oder machen Sie, was Sie wollen. Aber das ist wirklich, also ist wahnsinnig cool. Es ist vor allem von einer solchen unglaublichen Radikalität, nicht? Die Liebesgeschichte, wie die dann am Schluss endet. Okay, lassen wir das besser beiseite. Der entscheidende Punkt war, da gibt es die Emily hat ja ihren Bruder und Branwell ist Alkoholiker, so leid es mir tut. Und der hat Träume und logischerweise der litt sehr stark unter Albträumen. Wollte ich diese Albträume beschreiben und habe Biografie von Branwell gelesen. Von Daphne du Maurier, die kennen Sie alle von dem wunderbaren Roman Rebecca her. Aber verdammt nochmal, da stand einfach zu wenig drin und dann, da ging ich dann so ein bisschen an die Grenze, nicht? Der schläft da in der Szene im Buch, immer noch bei der Launer Liebe, schläft er so und träumt von Seepiraten, das hat er wirklich, hat er eine Vorliebe dafür, aber das geht an die Grenze und da spürte ich genau, okay Baby, jetzt hast du die Grenze dann langsam überschritten, okay? Ja. Und jetzt als nächstes, jetzt ist Schluss, jetzt, nächstes Mal hauen wir zu und es ist aus. Wir nehmen noch einmal eine reale Figur, gut, historisch, ja, aber diesmal ist es meine historische Figur. Es ist mein Daniel Defoe und nicht der da draußen. Ja. Aber das ist der, ja, schon gut. Nee, es stellt sich nur logisch die Anschlussfrage, warum ausgerechnet er, also er kommt ja schon mal vor in einem deiner Bücher, wenn ich glaube in der Weltgeschichte. Ja, da kommt er vor, ja. Und hattest du schon die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich mal einen Roman schreibe, dann Defoe, weil er so faszinierend ist? Oder hat er sich dir schon aufgedrängt als Figur? Oder hattest du mehrere Möglichkeiten und hast dich dann für Defoe entschieden? Ja, es war ganz einfach so. Ich war im Frühjahr 2019, war ich in London. Das ist eine meiner Lieblingsstädte und ich war da mit meiner Frau. Wem sonst? Und es war dann so, dass wir waren dann zu einem Vormittags-Guinness, es war 11 Uhr. Okay. Im Viaduct Tavern. Das ist neben dem Old Bailey, das ist das Gerichtsgebäude in London, das groß und wirklich sehr einschüchternd. An der Newgate Street. Und im Viaduct Tavern, übrigens ein Tavern, also ein Pub, das sich darauf spezialisiert hat, Gin auszuschenken, in allen Varianten. Wie als wäre es 1700, wo ja hauptsächlich Gin getrunken wurde. Da habe ich den Wirt einfach angesprochen. Ich hätte gehört, dass darunter was wäre, was Gefängnisartiges und so. Hat er gesagt, hey, cool, klar, gibt es. Und wir sind da 4 Stockwerke runter und 5 Stockwerke ganz unten im Keller ist das letzte Überbleibsel von Newgate Prison, dem Hochsicherheitsgefängnis von um 1700, also dem ausbruchssichersten Gefängnis der damaligen Zeit. Und zwar in einem Nebenraum. Und da stehen noch die ganzen, das haben sie die Pritschen noch. Und da haben sie diese Gitterkäfige, in die die Leute eingesperrt wurden, bevor sie nach Tyburn abgefahren wurden. Und der Raum davor ist voller Alkoholiker, das passt so gut zusammen, nicht? Alkohol respektive Betäubung und aufgehängt werden, das danach nicht. Eine schreckliche, groteske Angelegenheit.
Und er hat uns also das gezeigt. Danach sind wir dann die Newgate Street entlang nach Tyburn. Es war voller Krähen. Und ich dachte mir, ja, wow, das ist eine coole Szenerie. Stell dir vor, ein Roman würde von einer Krähe aus erzählt sein. Aus dem Blick einer Krähe, ja. Und als nächstes kam mir dann, weil ich diese Gotteserzähler-Idee, das heißt, das auktoriale Erzählen, den allwissenden Erzähler, Victor Hugo so sehr liebe, ja, der ja wirklich vom Vogelflugperspektive seine Romane ausschreibt, sei das nun die Elenden oder sei das Notre Dame de Paris, auf Deutsch leider Gottes, Glöckner von Notre Dame, dachte ich mir, wow, also das muss ich einfach erzählen. Und dann gingen wir zurück ins Hotel, die Geschichte hört gleich auf, ins Hotel Hazlitt, das ist in Soho, müssen Sie unbedingt mal hin, das ist ein sogenanntes Boutique-Hotel, das heißt, das ist noch aus dem 17. Jahrhundert, ist nur restauriert worden, da liegen sie dann in Betten und die Füße schauen raus, weil die Leute waren damals kleiner, ne? Also so sagt man mal, ne? Also ich fühle mich ziemlich unwohl, aber so. Bis mitten in Soho und dort in einer dieser Zimmer, wo Joanne K. Rowling immer ihre Werke fertig schreibt übrigens. Und also drinnen fand ich, weil da in jedem Zimmer Bücher stehen. Die Chambers Encyclopedia. 8 Bände. Und Band 4 war ja Defoe. Ich schlug das an, sah mir das an. Hey, die Story. Die schrieben 1808 über Defoe. Eine absolut coole, in sich schlüssige Geschichte. 5-6 Seiten lang. Und wenn du das dann vergleichst mit Wikipedia-Einträgen, Brockhaus, alles Mögliche, was du heute findest, Enzyklopädie, Britannica, stimmt überhaupt nicht zusammen. Also überhaupt nicht. Also da hast du dies von 1808, doch näher der Zeit, näher an dem Mann, ne? Auf der einen und auf der anderen Seite die neuesten Versionen davon. Echt? Und da dachte ich mir, hey, Baby, also ich sprach mit TV, du hast doch wirklich deine Spuren fantastisch verdecken können, Mann. Also was du mit dir selbst angestellt hast und was du mit der Nachwelt gemacht hast, das mache ich jetzt mit dir. Ja, also das war so eine der Initialzündungen für mich, das zu machen. Ne? Also das war so der Keim, aus dem das Ganze entstanden ist. Ja, dann würde ich dich bitten, uns ein bisschen was vorzulesen. Wir haben vorher darüber gesprochen und Markus hat gesagt, ach, wozu denn vorlesen? Alle können selber lesen, wir lassen uns doch lieber reden. Aber ich habe haben alle gesagt, zu einer deutschen Literaturveranstaltung, da möchte man einfach auch, dass du was vorlesen. Ja, das Beweis dafür, kann der überhaupt wirklich lesen? Oder hat er einen Ghostwriter, der für ihn liest? Also wir bestehen drauf, bitte lies ein bisschen was. Okay, also wenn Sie die Geduld aufbringen, das ist ja ganz nett. Ich lese Ihnen das erste Kapitel nicht vor. Also, normalerweise beginnen die Autoren immer beim Anfang, zu Beginn, the beginning, wie Dylan Thomas sagt. Aber das ist nichts. Aus dem einfachen Grund, weil das Buch ist in einem Kreisschussverfahren geschrieben. Das erste Kapitel und das siebte Kapitel sind sozusagen, Kapitel 1 bietet das Rätsel, Kapitel, das nächste, eines Schlusskapitel dann die Auflösung. Das mache ich also nicht, ja. Sondern ich fahre einfach fort, es ist Kapitel 2 und es ist überschrieben mit Enemy of the People. Denn das war ja Defoe. Es war nicht Daniel Defoes erste Flucht gewesen. 3 Jahrzehnte zuvor, 1703, als er noch gern in den Spiegel blickte und alle Zähne im Mund hatte und alle Haare auf dem Kopf. Und nicht so recht glauben konnte, dass er die magischen 40 überschritten hatte. Er ließ Queen Anne Stuart in der London Gazette einen Steckbrief gegen ihn. Einen Mann mittlerer Größe, hager, braune Gesichtsfarbe, braunfarbiges Haar, trägt aber meist eine Perücke, hat eine gekrümmte Nase, scharfes Kinn, graue Augen, ein großes Muttermal um die Mundpartie, Inhaber einer Ziegelei. Die Queen setzte 50 Pfund auf den Mann mit Ziegelei, Perücke und Muttermal aus. Eine Summe, von der eine sechsköpfige Familie gut ein Jahr lang leben konnte. Dann rief sie ihren Staatssekretär, Earl of Nottingham, zu sich
und stotterte ausnahmsweise kein bisschen, als sie den kürzesten Befehl erteilte, den Nottingham je von ihr gehört hatte. Er solle diesen V, Erzfeind von Krone und Kirche und Haupt einer Verschwörung, aufstöbern. Möge es Krone und Kirche kosten, was sowas nun mal koste, rechne er sich das selber aus. Thema beendet. Nichts hatte die Queen seit ihrer Krönung derart in Rage gebracht, wie die Hetzschrifte Vs, die vorgeblich im Namen der höchsten geistlichen Würdenträger zur Ausrottung aller religiösen Abweichler aufrief, wie die V selbst einer war. Ihre Kirche, die einzig wahre, die Ecclesia Anglicana, mit verstellter Stimme als gewalttätig zu verleumden, war die hinterhältigste Trick, der je untergekommen war. Die Hetzschrift spaltete die Nation, die ihr schon gespalten genug erschien. Nottingham war ganz hingerissen von der Entschiedenheit ihrer Majestät und nestelte erregt an seinen Smaragdknöpfen. Verschwörer wie diesen Defoe kreuz und quer durch England und den Kontinent zu jagen, das war nicht die übliche Aktenwälzerei, sondern echte Handarbeit und eine prestigeträchtige Herausforderung. Noch am selben Abend traf Nottingham den Schatzmeister zum Federballspiel, der auch das Budget des Geheimdienstes verwaltete und längst unterrichtet war über das dringliche Bedürfnis der Queen, den Schmähling an den Galgen zu bringen. Unmerklich ließ Nottingham den Schatzmeister mehrere Runden gewinnen und dieser Geizhals sicherte ihm daraufhin eine derart hübsche Finanzierung zu, dass Nottingham am liebsten umarmt hätte. Er trommelte die tüchtigsten Männer seiner Privatmiliz zusammen, für Geld hätten sie sogar den Leibhaftigen ausfindig gemacht. Das Netz war ausgeworfen und der Hecht, den sah er schon darin zappeln. Von seinen Fluchtabenteuern erzählte der Hecht später oft und gern und beteuerte, nicht zu übertreiben, zumindest nicht maßlos, wie er sich in Cadiz, wo er nebenbei mit Portwein und Sherryhandel trieb, 2 Wochen lang im Keller seines Exporteurs verborgen hatte und beinahe verhungert wäre. Verdurstet natürlich nicht. Nach einem Schiffbruch setzten ihn maurische Korsaren an der Küste Marokkos gefangen. Er nahm zum Schein den muslimischen Glauben an, um nicht als Sklave in die Goldminen Brasiliens verkauft zu werden und ließ sich von Sultan Mulay Rashid belehren, dass Religion nichts sei als Politik und Maskerade und dass allen Menschen Rechte und Freiheiten zustanden, ob sie Juden waren oder Mauren oder Christen wie er. Ups. Entschuldigung. Es solle doch jeder selig werden oder zur Hölle fahren nach seiner Fasson. Die Europäer freilich würden noch viele finstere Jahrhunderte brauchen, bis sie begriffen, dass nicht alles, was sich ihre Fanatiker dachten, auch gut fürs ganze Universum sei, wenn sie sich bis dahin nicht alle wechselseitig massakriert hätten. Auf den Hügeln um Tanga, von denen man zugleich das Mittelmeer und den Atlantik sah, lernte Defoe den Umgang mit einer neumodischen Handfeuerwaffe von einem schottischen Baron im Exil, MacGregor, der die Queen und ihre Kirche in 3 Sprachen verfluchte wie die Pocken, hielt die Waffe jedoch ungeschickt wie einen frisch geangelten Fisch, schoss sich in die linke Schulter und überlebte nur, weil der Schotte Sohn eines Chirurgen war. In Leiden belagerten Nottinghams Halunken einen Gasthof am Rhein. Defoe legte Feuer ans Dach, nutzte das Durcheinander und machte sich mit dem Wirt durchs Ufergebüsch davon. In Rotterdam entkam er nachts durch ein Fenster, das Gott
für ihn offen gelassen hatte, stürzte aber in den riesigen Bottich eines Färbers und ertrank nur darum nicht in der purpurroten Brühe, weil er den angeketteten Papagei fast zu Tode erschreckte, der mit seinem Marktgeschrei die Färberfamilie weckte. Eine Geheimdepesche, die wochenlang durch die Hände Gleichgesinnter gewandert war, erreichte Defau in Delft. Seine Tochter Hannah sei an Typhus erkrankt. Auf einem niederländischen Segler flog er unter knirschenden Tauen an die englische Küste, ohne weiter auf die Agenten Nottinghams zu achten. Er fand Hannah wieder halbwegs bei Kräften, floh über Londons bequem ineinander geschobene Dächer, kam bei Handwerkern unter, die er früher in seiner Ziegelei beschäftigt hatte, und musste bei einem seiner Spaziergänge nur ein einziges Mal einen Passanten mit seinem Degen bedrohen und mit einem Satz, der in die Legenden der Stadt einging. Wenn Sie mir nochmals begegnen sollten, mein lieber guter Freund, dann lassen Sie mir bitte eine halbe Stunde, bevor Sie nach den sogenannten Friedensrichtern rufen. Das wäre nett, danke sehr. Als Nottingham davon hörte, ließ ihn seine Zuversicht im Stich. Er fühlte sich dünn und allein. Ihm drohte eine weitere Schlappe in seiner Karriere. In jeder Ecke lauerten Kleinminister und Parlamentarier, Höflinge samt und sonders, die sich wichtiger nahmen als er und nach seinem Posten grapschten. Er gehörte nicht hierher. Er gehörte nirgendwo hin. Hatte er sich über die Monate schon mehrfach ausgemalt, wie sich der Widersacher bei Verhören in seinen Ketten wand, wie er mit Kleinmädchenstimme bereute, seine Mitverschwörer preisgab und schließlich neben zwei anderen Volksverhetzern in leichter Brise vom Balkengerüst in Tyburn baumelte, so erschien ihm Defoe nun allmählich wie ein Gespenst. Körperlos und ungreifbar, zugleich nirgends und überall. Jetzt hieß es, wieder ruhig und klar zu werden im Kopf. Er glaubte doch nicht an Gespenster. Er ließ sich doch einzig und allein von unwiderlegbaren Tatsachen leiten. Und so eine unwiderlegbare Tatsache war dieser Defoe. Der erwachte eines Nachmittags zur gleichen Zeit auf dem Dachboden eines Schiffbauers mit dem Mund wie voller Erde. Er glaubte sich von Ellbogen gestoßen, atmete in Krämpfen und unter ihm pochten die Dielen. Er war so durchdrungen von der Angst, das ewige Versteckspiel sei letzten Endes vergebens, dass er schließlich seine Frau Mary bat, Nottinghams hartes Herz zu erweichen. Aber als Mary mit einem Gnadengesuch bei Nottingham vorsprach, fiel dem Earl nichts anderes ein, als sie 3 Stunden in einem Vorzimmer der vielen Vorzimmer warten zu lassen. Dann befahl er sie zu sich und fragte, wo ihr Mann sei. Dort, wo er immer ist, in seiner Ziegelei. Da waren wir schon. Das dachte ich mir. Nottingham streichelte sein Tintenfass, einen Eulenkopf aus Gold. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass sich Ihr Mann in Lebensgefahr befindet? Das verwundert mich nicht. Nur ein bisschen anders zu denken als Sie, Sir, bedeutet schon Hochverrat. In einem Staat wie dem Ihren ist keiner sicher. England ist noch recht barbarisch. Er musste sich beherrschen, Gelächter stieg in ihm hoch und um nicht laut loszuprusten, presste er die Lippen zusammen. Er sah sich inmitten einer Horde zotteliger Flachlandschotten am Eingang einer Höhle um ein loderndes Feuer herumlungern. Sie sind ein Engel, Mrs. Defoe, der alles vergibt, das weiß ich, weil ich weiß, dass Ihr Mann einer hundsgewöhnlichen Austernverkäuferin in Bristol ein Kind gemacht hat.
sich selber schon erschrecken. Diese Verleumdungen haben seine Gegner in Umlauf gesetzt, um seinen Ruf zu ruinieren. Das ist er schon. Na dann. Hier versagte seine größte Kunst, die darin bestand, seinen Gegner mit Güte zu zwingen, ihn um einen Ausweg zu bitten. Nottingham blickte zur Decke hoch, als wäre da ein Pfad in den Himmel zu finden, und fuhr sich mit den Fingerknöcheln an die Schläfe. Plötzlich kam ihm sein Hirn vor wie der geblähte Papierdrache seines verstorbenen Sohnes. Bereit zum Aufstieg, an ihrem Sonntag im Sommer, damals zu zweit. Halte den Drachen mit seiner Nase immer gegen den Wind, Sid. Ja, genau so. Toll machst du das. Und jetzt lass ihn fliegen. Er musste hier raus. Verdrossen machte er Defoe mit schneidigen Worten nieder. Versager, Staatsfeind, Schafsnase, Bankrotteur, Schröpfkopf, Arschgesicht. Verfiel dann in ein anderes Extrem, fasste Mary Defoe an die Brust und schlug mit gönnerhaftem Lächeln einen kleinen Tauschhandel vor, obwohl er bereits an ihrem resoluten Schritt in den Saal herein erahnt hatte, dass eine Frau wie sie einen solchen Handel nie erwägen würde. Sie erwiderte nur: Exzellenz, was Sie sind, sind Sie durch den Zufall der Geburt. Aber was wir sind, und seines Schafsnasen, das sind wir doch uns. Sie strich sich übers Kleid, als wäre es besudelt, warf ihm einen belustigenden Blick zu. Und wenn Sie uns hiermit entschuldigen wollen, machte kehrt und ging. Es dauerte ein Weilchen, bis sich Nottingham von seiner Verblüffung erholt hatte. Leider war an dieser schweren Beleidigung seiner angeborenen Hoheit etwas dran. Andererseits konnte dieses Frauenzimmer ja nicht ahnen, wie viele Intrigen er hatte spinnen müssen, Zufall der Geburt hin oder her, die Gunst einer launischen Königin zu gewinnen, die am Tag dreimal ihre Meinung wechselte wie ihre Roben. Und Mary Defoes dreiste Sätze erinnerten ihn daran, dass sie eine Staatsfeindin war, genau wie ihr Mann. Von nun an nahm Nottingham die Sache noch persönlicher als die Queen. Eigentlich lag am Grund seines Wesens eine kaum erträgliche Schwermut. Er weinte nicht selten und mit Genuss, aber heimlich, nach Mitternacht. Doch umso entschlossener wollte er in den Augen der Queen einer Kanone gleichen, die einen Defoe vom heiligen Boden Englands wegpusten konnte. Hast du erst seinesgleichen, hast du irgendwann ihn selbst. Nottingham durchforstete seine schwarze Liste nach politisch verdächtigen Boten, die Manuskripte zu den Druckern brachten. Einer von ihnen entpuppte sich rasch als Gesinnungsgenosse des Widersachers, dem Nottingham mit dem Brandeisen erst gar nicht drohen musste. Der Bote brauchte die 20 Pfund, da er gerade eine Dienstmagd geschwängert hatte und aufrichtig verliebt in sie war. Er verriet Nottingham Name und Adresse von Defoes Drucker, doch statt ihm das Kopfgeld zu übergeben, sperrte Nottingham den Boten zur Sicherheit weg. Dann nahm er Drucker Croom ins Verhör, das sich für Drucker Croom so anfühlte, als wäre er von einem Dämon besessen, den er selber unbedingt loswerden wollte. Nottingham hielt Croom das Brandeisen unter die Nase, der Dämon entwich und spuckte den Stadtteil Spitalfields aus. Endlich war Nottingham auf der richtigen Spur. Schon vor Tagen hatte ein Spitzel in Spitalfields jenseits der nördlichen Stadtmauer in einem Mann mit brauner Haut und Hakennase Daniel Defoe erkannt. Gerade wollte Nottingham der Queen vergnügt von seinem Durchbruch berichten, als per simpler Pennypost ein unversiegelter Brief eintraf. Er kam von Defoe. Der Brief war schlicht
und unverschämt. Er werde sich ausliefern, stand darin zu lesen, wenn man ihm so erstens Gefängnis und Pranger erspare und er in der Armee der Queen in den Niederlanden dienen dürfe. Und wenn man so zweitens die seinetwegen Eingesperrten, den Boten Bellamy und den Drucker Croom, noch heute freilasse. Nottingham dachte nicht daran. Wenn er sich eine Vorstellung von alledem gemacht hätte, wozu Daniel Defoe noch fähig war, wie viel Ärger wäre ihm erspart geblieben. Doch als er seinen Fehler erkannte, war es längst zu spät. Wenn man deinen Roman liest, dann fällt einem ein Begriff wie Atemlosigkeit ein, und das meine ich natürlich als was Tolles, die Handlung rast wirklich dahin. Man hätte die gleiche Geschichte auch auf 800 Seiten erzählen können. In gewisser Weise kommt es einem vor, als ob die Kürze des Ganzen auch Teil des Konzeptes ist. Falls ich da richtig liege, kannst du ein wenig über dieses Atemlosigkeitskonzept sprechen, über das unglaubliche Tempo, das nach meinem Gefühl wirklich zum Wesen dieses Romans gehört, das von dem ich vermute, dass es wirklich auch die erzählerische Grundidee von Anfang an, also mit ihr verbunden war, es mit dieser Kraft und Schnelligkeit zu erzählen. Nun gut, ich meine, ich habe vorhin schon vom biografischen Hintergrund gesprochen. Seit dem Zeitpunkt lebe ich, das habe ich natürlich auch davor schon getan, in einer ständigen Anspannung. In einer schöpferischen Unruhe, es beginnt schon am Morgen. Wenn ich aus den Träumen erwache, bin ich ja immer froh, da sind sie sicher alle auch, nicht, dass sie aus ihren Träumen erwachen und die Wirklichkeit setzt sich irgendwie wieder zusammen. Ist man immer glücklich darüber, dass die Wirklichkeit noch so ist, wie sie irgendwo davor war. Aber bei diesen ganzen blöden Albträumen, die man mal haben kann. Man lebt also ich lebe in dieser pausenlosen Anspannung und schöpferischen Unruhe, will immer weiter, weiter, weiter. Ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Und das teilt sich natürlich dem Buch auch mit. Das spielt eine große Rolle. Ich fühle mich oft wie in einem Eminem-Song. Ja? Und einem meiner größten Vorbilder. Also das ist, spielt auch in die Tradition. Man steht hier in einer literarischen Tradition. Das ist also, ob das nun, das werden sich manche wundern, wenn ich nicht den Namen nenne, Gillian Flynn. Manche sagen auch Gillian Flynn, sie kennen Gone Girl. Der Thriller. Buch, ganz tolles Buch. Ja, wundervoll. Alle ihre Bücher sind grandios. Ne? Ja, Sharp Objects zum Beispiel, grandios. Ne? Also diese Atemlosigkeit, die teilt sich einfach dem Buch mit. Das ist das eine, also die innere Anspannung. Die Tradition, ich liebe die Filme von Martin Scorsese. Die sind eigentlich, die habe ich also fast jeden, also fünfmal gesehen. Gerade gestern habe ich meine Frau gequält damit. Sie hat sich dann im Schluss dann doch, also ist nicht so gequält gefühlt, nochmal Goodfellas anzuschauen. Ja. Wow, Baby. Also es gibt da diese eine 10-minütige Sequenz, wo die Hauptfigur Henry Hill, gespielt von Ray Liotta, zur wunderbaren Musik, Can't You Hear Me Knocking von den Rolling Stones, ist großartig. Hin und her, also hantieren muss also Koks hinbringen, muss Waffen und so weiter und muss zugleich etwas für die Familie kochen und so. Und diese Anspannung, die bei Scorsese die ganze Zeit da ist, ja, die war natürlich und ist für mich Vorbild. Außerdem ist die irgendwo in Fleisch und Blut meines Geistes übergegangen, kann auch nichts dagegen machen, nicht? Wenn man alles die ganze Zeit immer wieder diese Filme sieht, ist das so. Und diese Ästhetik, könnte man sagen, der Atemlosigkeit, ja, und dann ist natürlich der Punkt, ich will einfach Leser nicht langweilen. Also, ich meine, nichts gegen 500-Seiten-Romane, ganz im Gegenteil, wenn man einen 500-Seiten-Roman schreiben kann, ist das ja cool. Aber die Gefahr, die besteht, bei mir würde sie damit bestehen, dass ich dann, wie Peter Handke das mal gesagt hat, da ist dann auch ein bisschen Fett drin, ja, das ist immer so genannt. Ne? Also sind dann so Stellen drin, naja, da habe ich ein bisschen Fett eingebaut, das kann ja nicht schaden. Ne? Fett raus, verdammt nochmal, ja.
skelettiert, auf das Äußerste reduziert, das Ganze. Und dann haben wir natürlich auch die Figur selbst. Die wandelt ja von einem Bedrohungsszenario zum nächsten. Die ist ja unentwegt auf der Flucht. Also soll der Leser auch auf der Flucht sein. Der Leser soll also auch gehetzt sein. Und dann kommt etwas hinzu, das habe ich jetzt von Stefan Zweig geklaut, sag's gleich vorab. Das ist ein Buch, das vom ersten Satz bis zum letzten die Höhe hält, die Höhe der Spannung. Man würde nicht glauben, dass Stefan Zweig das gesagt hat, hat er aber. Das langweilt mich nicht. Das ist das Einzige, was mich nicht langweilt. Und das spielt auch eine Rolle. Den Leser nicht langweilen. Kein einziger Moment. Natürlich, ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist. Das ist eine andere Frage, ja? Aber das Ziel ist es zumindest, dass man das schafft. Also elliptisch arbeiten. Dinge, Alltagsgeschichten, diese öden Dinge, mit denen wir pausenlos zu tun haben, ja? Rauslassen ist äußerst die Konzentration auf das, was wirklich wesentlich und wichtig ist. Zum nächsten. Szene auf Szene. Dialog auf Dialog. Und Defoe als Schriftsteller, und das hat ja auch damit wahrscheinlich zu tun, kommt relativ kurz vor. Also jeweils Robinson, Crusoe und Moll Flanders wird jeweils in einem ganz wunderbar konzentrierten Absatz erzählt. Sozusagen. War das Teil des Kein-Fett-Konzeptes, dass du nicht gedacht hast, jetzt will ich nicht schon wieder über ein Buch schreiben. Ja, genau, das ist der Punkt gewesen. Ja. Schreiben wir nicht noch mal ein Buch über einen Roman. Ja, und legen das auseinander, wie der Roman gemacht ist und so weiter. Mhm. Und wie die Schriftstellerin, der Schriftsteller dazu gekommen ist. Nee, ganz im Gegenteil. Das war diesmal ganz einfach so, dass man sagte, das ist die Leerstelle. Wir werden nie mehr etwas, Sie kennen ja alle Robinson Crusoe, warum soll ich noch was dazu erzählen? Ne? Ja. Das Entscheidende daran ist, dass Robinson Crusoe hingegen als Roman und vor allem als Figur zum Running Gag des Romans wird. Ja? Also Bodenham Rouse, wenn Sie den Roman gelesen haben, wissen Sie, wer das ist. Das ist ein Gefängniswärter, der dann später aufsteigt. Der will ja zum Beispiel Robinson Crusoe kennenlernen. Persönlich. Und das ist nicht blöd. Es erscheint ja manchen Lesern zuerst, spinnt ja dieser Bodenham Rouse denn eigentlich, wenn Robinson Crusoe kennenlernen wollen. Nein, wir dürfen nicht vergessen. Und damit sind wir auch bei der Sache, was ist erfunden und was ist nicht erfunden. Das fragt man mich ja oft. Was ist das erfunden? Der Punkt ist ja der. Der Robinson Crusoe wurde ja so geschrieben, dass, das wissen viele von Ihnen sicher, Defoe so tat, als wäre es Robinson Crusoe selbst, der ihn geschrieben hat. Er wurde anonym herausgegeben, written by Crusoe himself. Das heißt, als Tatsachenbericht, womit wir eigentlich schon ein bisschen bei diesen Fake News wären. Ne? Und das war ja ein erlogenes Ding. Die Literaturwissenschaftler streiten sich ja darüber, ist das nun von diesem Matrosen Alexander Selkirk genommen oder so. Nee, am Schluss des Tages war es Defoes eigene Erfindung, und zwar auch eine Fluchtfantasie Defoes. Klingt eigentlich komisch, nicht? Auf einer einsamen Insel, as a Castaway sozusagen. Ich denke da sofort an Tom Hanks. Castaway, der Film. Zu stranden ist ja nicht gerade angenehm. Aber für Defoe war das cool, ne? weil es war endlich weg von dieser Welt. Nach all diesen Jahren der Spionagetätigkeit, all diesen Jahren immer unter der Fuchtel zu stehen, nie das Pardon der Queen zu bekommen, jetzt kann ich mal frei sein, da auf einer einsamen Insel sein. So hat er ja auch sein Haus in Stoke Newington, das außerhalb nördlich von London liegt, empfunden. Und das ist also, es zieht sich als Running Gag durch. Der Abdecker, wie ich ihn nenne, der spricht ihn ja auch darauf an. Und eine andere Figur, die ich auch sehr mag, Abraham Mendes, kritisiert ihn gegen Ende des Buches ja sehr, sehr scharf für dieses Buch. Könnte man ja auch, nicht? Man kann ja sagen, was hat dieser, war Freitag einbeinig? Ja, er sagt zu ihm, also in der Sprache der damaligen Zeit, war denn dieser Freitag ein einbeiniger Krüppel? Ist ja nur eine Spur eines Fußes im Sand, nicht zwei. Also was soll das? Also das sind so Running Gags. Und wenn du die alle, also wenn sie das alles zusammensetzen, alle Aussagen, die im Moment darüber sind, dann haben sie Robinson Crusoe drin. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Es ist so, nein, wollte ich nicht. Wollte ich auch bei Moll Flanders nicht. Bei Moll Flanders wollte ich nur darauf hinweisen, hey, er hat als einer der ersten, vielleicht überhaupt der erste Schriftsteller, hat er aus einer Frauenperspektive geschrieben.
Und er hat ein Vorwort geschrieben, das so lang geraten ist, dass niemand eigentlich das mehr lesen will heute. Aber der Witz ist, man sollte es lesen, weil er macht dann nämlich nichts anderes. Er bringt die ganze Zeit, sagt die ganze Zeit, was für eine moralische Wichtigkeit dieses Buch nun hat und wie verwerflich und schlimm das alles sei. Und dann Moll Flanders wiederum außer Ich-Perspektive geradezu zu feiern, und man am Schluss des Tages ja denkt, ja gut, die kommt ja fantastisch weg, die lebt ja am Schluss reich und zufrieden, nachdem sie das alles erlebt hat, irgendwo in London, es geht ja grandios, und er hat diesen, immer diesen, also meine Frau auch, ganz stark meine Frau, diesen Zug hin zum Kriminellen, zur Freude am Anarchischen. Ja, das liegt mir natürlich auch persönlich sehr. Also, du hast jetzt meine nächste Frage schon zum Teil beantwortet, ich stelle sie aber trotzdem, nämlich das Recherchieren. Du bist ja ein Recherchemeister, du hast ja eine gigantische Bibliothek und du hast ja nun für deine vorigen Bücher auch sehr, sehr, sehr viel gelesen und sehr viel auch extra für deine literarische Arbeit gelesen, also das würde man ja recherchiert nennen. War die Recherche diesmal, Recherche für den Roman, war die im Wesen anders? Und wie hast du überhaupt recherchiert? Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du ausgegangen bist von den Unstimmigkeiten in der Überlieferung um Defoe. Hast du einfach erfunden oder hast du das Gefühl, ich habe das manchmal bei, ich wage das zu sagen, wenn ich was erfinde, habe ich doch das Gefühl, ich erfinde das und ich nehme mir diese Lizenz heraus. Aber ich glaube schon, dass das so war, wie ich es erfunden habe. Ja, ich glaube auch. Ähnlich. Ich glaube inzwischen auch alles, was drin steht. Ja. Also das ist ja der Witz. Also du, das musst du ja. Also fangen wir bei der Recherche an. Ich wollte zuerst mal sagen, dass man natürlich dann irgendwann mal ganz die eigenen Figuren isst. Auch das klingt wieder romantisch, ist aber so. Man verwandelt sich während des Schreibens in diese Figuren. Es ist so. Man muss ja die Perspektive der Figuren einnehmen. Auch Queen Anne, die kommt hier am Anfang, der vorgelesen habe, nicht so gut weg. Stimmt aber nicht, kommt sie. Ist wirklich arm und leidet sehr. Es ist also kein Wunder. Ich wollte ja auch die politische Motivation, die hinter jedem Politiker, hinter jeder Politikerin steht, herausarbeiten. Da ich selber aus einem Politikerhaushalt komme, weiß ich ganz genau, jeder Politiker, jede Politikerin hat eine persönliche Motivation für das, was sie eher tut. Oft eine psychologisch herbeiführbare. So, also zurück. Wo waren wir? Wir waren beim Recherchieren. Ja, das Recherchieren. Also, allein Defoe, allein nicht Defoes Werke, sondern natürlich auch die Bücher über Defoe. Neben dem Band, den ich Ihnen vorhin genannt habe. Nicht, Sie erinnern sich, Hazlitt's Chambers Encyclopedia habe ich geklaut. Ja, ich kann nicht gut die Seiten rausreißen, es waren ja doch 7-8 Seiten. Nein, habe ich einfach mitgenommen. Alle Bände oder nur den Band? Nur den einen Band. Wollen wir den Leuten ja noch was lassen. Naja, es war ja doch viel schwer, das auch so. Okay, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite 5 Regalmeter mal nur Defoe. Da gibt es ja an die 10 Biografien, ja, die sich alle natürlich wunderbar widersprechen. Ne, da kommt es ja nicht mit. Dann habe ich einfach jede einzelne Figur, die real, also historisch verbürgt ist, alles gelesen, es klingt wirklich Gasser spinnt, was es gab. Also, und oftmals ist es ja dann die 5. Biografie, die du liest, und die ist dann cool. Davor ist so, oh Gott im Himmel, jetzt muss ich über Lady Marlborough, bin ich bei Biografie 3 und ich habe immer noch nicht genug Details beieinander, um die Frau wirklich vor mir zu sehen. Ja, ja, und das ging halt so, und inzwischen sind wir bei, also ich habe eine eigene Defoe-Bibliothek mit, also um die Zeit um 1700. Ich kann dir fast alles über diese Zeit um 1700 erzählen. Es gibt ein paar so kleine Dinge, die kann ich dir nicht beantworten. Also es ist so, wie du das mit den Fenstern bei der Mühle hast, genau. Diese Sache nicht bei Till hat nun die Mühle ein Fenster. Also ich hatte ja, das Problem bestand darin, die mussten damals Fenstersteuer erheben, also hatten sie Fenster. Aber ja, schon. Aber wie sahen die aus und so weiter? Bei mir ging es eben um die Frage, also das, ja, worüber wir mal geredet haben, es ging darum, dass ich nicht rausfinden konnte, ob eine Mühle Glasfenster hatte. Und dann saß ich habe in meinem Roman immer so umgangen,
gegangen. Das wird einfach das Fenster nicht geschildert. Und ich saß dann mal neben einem sehr, sehr berühmten Historiker für frühe Neuzeit und habe ihn eben gefragt, also wir sprachen eigentlich über Könige aus dieser Zeit und Prinzen und Prinzessinnen und Heiratsverträge und so. Und irgendwann sagte ich, aber sagen Sie mal, hat so eine Mühle Glasfenster? Und er sagte, um solche Fragen gleiten wir herum. Also er wusste auch nicht, ob eine Mühle, genau, ob damals eine Mühle in Süddeutschland, es geht ja wirklich, muss ja dann sehr spezifisch sein, ob die Glasfenster gehabt hätte. Und also nur zur Erklärung, darauf hat Markus gerade... Ja, das ist, du musst ja recherchieren, musst du ja über die Zeit, insofern hast du, musst ja wissen, wie haben die Leute gegessen, getrunken und so weiter, nicht? Also zum Beispiel Mitch. Mitch kommt aus Wales und kommt nach London. Das ist ja ein Schicksal gewesen, dass sehr, sehr viele Mädchen der damaligen Zeit erleben mussten. Da wurde sie abgefangen an der Kutschenstation in Holborn Hill, wiederum sehr stark zu unserer Gegenwart, eine Parallele zu unserer Gegenwart. Dann wird den Mädchen versprochen, sie werden mal vorläufig in einer Pension unterkommen, in dieser großen, unübersichtlichen Stadt. Naja, und dann landen sie in einem Bordell. So, das war's dann. Und so geschieht es auch Mitch. Aber Mitch fühlt sich wohl dort, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben nicht Seife, die aus Pottasche gemacht ist, hat. Weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen echten Kaninchen-Eintopf essen darf und nicht mit Schafsherz drin und so weiter. Also diese ganzen Sachen, das musst du dir erarbeiten. Aber, mit dem großen Aber, es darf nicht das Kolorit sich vor das Buch oder vor die Beschreibung schieben. Kolorit immer nur dann, ein alter Trick von Hilary Mantel, nur dort, wo es den Figuren seltsam vorkommt, was da ist. Also wir können es nicht so machen als Autoren, dass wir zuerst mal anfangen zu beschreiben, wie ist der gekleidet? Ja, das weiß, wissen die Figuren ja damals schon, wie die gekleidet sind. Und so geht das nicht. Also, aber das musst du natürlich alles wissen. Du musst sie in der Zeit in- und auswendig, du musst sie kennen. Und die ganzen politischen Machenschaften, die ja recht kompliziert sind mit den Dissentern, also das sind Presbyterianer, nicht? Das ist also eine der Sekten des Weltprotestantismus. Alles das musst du wissen und damit aufbauen. Und dann musst du es vereinfachen. Weil es kommt der Leser ja nicht mit in England und so weiter. Ja. Und die Sprache, also weil, damit meine ich, du schreibst hier über ein Milieu, wo natürlich alle Figuren Englisch sprechen, wo alles sich auf Englisch abspielt, du schreibst aber auf Deutsch. Hast du das immer innerlich umgedacht? Ja. Also hattest du eine innere Vorstellung, ein inneres Modell, wo diese Figuren miteinander Englisch sprechen und dann hast du es dir ins Deutsche umgedichtet oder hast du sie einfach innerlich Deutsch sprechen lassen? Ich habe sie innerlich immer Deutsch sprechen lassen. Also es war ganz einfach so. Am Anfang im ersten Kapitel, da haben wir diese Kutschensituation. So wie kann ich ja problemlos verraten, das ist ja auch der Anfang des Buches, da fangen sie an zu lesen. Da flieht er mal wieder. Das ist ja auch seine letzte Flucht und er ist da in einer Kutsche und so weiter. Und da taucht dann plötzlich, die Kutsche wird überfallen und zum Erschrecken der Passagiere tritt ein Blinder auf. Das sehen sie nicht sofort, aber zack. Das wird eine ziemlich unheimliche Szene, zumindest für mich. Ich hoffe auch für sie. Und er spricht ein sehr skurriles, sehr gewähltes Deutsch. Er sagt, lustig. Bevor ich sie nach Londinium passieren lasse, Eure Exzellenz, und mit dem Satz war das Skurrile da und die Art, wie die Leute sprechen können, da. Und wenn, wie Bernard Shaw über Dickens mal gesagt hat, wenn du was Skurriles, wenn du was Komisches oder irgendwie was zum Schmunzeln für die Leser hast, dann ist dir alles erlaubt. Ganz einfach. Der Räuber, ich muss diesen Satz vorlesen, weil er so gut ist. Der Räuber sagt zu den Passagieren, wer es noch nicht erlebt hat, hat davon gelesen. Und wer nicht lesen kann, wie ich, hat davon gehört. Und wer noch nie davon gehört hat, hört es jetzt. Und kann es vielleicht bald seiner Frau Gemahlin erzählen, nämlich raus mit euch allen. Also, das ist natürlich, also das ist natürlich ganz wunderbar. Ja, da hast du die Lizenz, nicht?
dann sprechen die dann natürlich nicht alle so. Jede Figur bekommt ihre eigene Art zu sprechen. Robert Harley zum Beispiel sagt ganz bestimmte Sätze immer und immer wieder, so in der Art. Das tun wir ja alle hier. Jeder von uns, also ich zumindest, habe so meine Art, diese oder jene Dinge zu sagen und so. Und das spielt hinein. Aber gehen wir noch ein bisschen weiter. Ganz kurz zu dieser Frage. Ich habe natürlich die Literatur der damaligen Zeit gelesen. Defoe zuerst. Defoe war ein Autor, der sehr alltagssprachlich schrieb. Und die Dialoge, die er hat ja in seinen Zeitungen auch sehr viele Dialoge abgedruckt, die sind problemlos in die heutige Zeit übersetzbar. Jeder von Ihnen kann das lesen und das ist überhaupt kein Problem. Ich hatte natürlich etymologische Wörterbücher online, sowie also den Webster, den der Bockhoff immer verwendet hat, und das immer nachgesehen. So, wie kommt das Wort Democracy damals schon vor? Ja, kommt es. Aber und so weiter, das muss man, wenn ich es mal beschreibe, Sie sind damals, ich habe das Ihnen vorhin vorgelesen, England ist noch recht barbarisch. Da war stand früher noch nicht zivilisiert. Scheiße. Das Wort zivilisiert, das wurde damals noch nicht verwendet. Raus musste doch was ersetzt werden. Also auf das habe ich schon sehr geachtet. Ja. Aber ansonsten, vor allem was die Vulgärsprache, die natürlich in diesem Roman eine ganz große Rolle spielt, was es zur Komik beiträgt, das war natürlich der große Witz. Da habe ich also wirklich geforscht das nennt man Rotwelsch, also die Gaunersprache, und da hatte ich Wörterbücher aus der damaligen Zeit. Wie haben die damals in Romeville, wie es auch genannt wurde, also den Verbrecherbezirk innerhalb Londons, der Stadt in der Stadt, wie die sprachen damals, und das dann ganz einfach in die Versprechersprache der heutigen Zeit übersetzt, also des 20. Jahrhunderts, und zack, war es da. Ich hätte noch einige Fragen, aber vielleicht haben Sie auch Fragen. Also ich würde das jetzt, Ihnen das Angebot machen, wenn der Interesse und Wunsch besteht, können Sie jetzt fragen. Sie müssen aber auch nicht, also kein Stress. Ja, nutzen Sie doch die Chance. Ich habe hier ein Mikrofon. Super, wunderbar. Genau. Ich habe vor kurzem erst Ihren YouTube-Kanal entdeckt und beim aktuellen Video auch erst die Lesung entdeckt. Gestern Nacht, deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier bin. Vielen Dank dafür. Mich würde total interessieren, wie das jetzt für Sie ist, der erste eigene Roman, darüber zu sprechen im Verhältnis dazu, über die vielen literarischen Werke, über die Sie sonst mit eben gleicher Begeisterung reden. Wie fühlt sich das an? Ja, das Problem besteht darin, dass man sich selbst ja nicht bewerben kann. Würde ich ja gern. Nein, würde ich nicht. Das ist furchtbar. Nein, es geht nicht. Man kann praktisch keinen einzigen Satz sagen, den man über die Autorinnen und Autoren auf YouTube, also in Literatur ist alles sagen kann, nicht? Also das ist unmöglich. Nicht, wenn ich ein Lovecraft-Video zum Beispiel, das ich gemacht habe, den ich sehr mag, da hagelt es ja auch irgendwie Lobeshymnen. Also es ist ja nicht so, dass die ganze Zeit nur Adjektive anhäufe und sage, hey, ist cool und so weiter. Das wird ja auch langweilig. So viele Adjektive hat die deutsche Sprache gar nicht, wie ich ein Lobeshymnen ausbreiten könnte. Nee, es ist dann so, dass man ganz einfach, man beschreibt das, dann versucht aus dem Autor oder der Autorin heraus zu denken, wie ich vorhin schon sagte. Aber das kann ich natürlich hier nicht machen. Das ist also der große Unterschied, der damit spielt. Darum habe ich auch ein Video gemacht, in dem ich sogar gesagt habe, ich bewerbe nicht. Ist ja nicht, ich meine, ist ja nicht legitim, ist ja eigentlich absolut bescheuert, ja, wenn ich da selbst, Literatur ist alles, ist daherkomme und meinen eigenen Roman da groß ausstelle und über meinen Roman rede und sage, Mensch, Kinder, ist das doch ein cooles Buch, lest das gefällig. Natürlich ist es habe ich natürlich indirekt einen Trailer geschaltet und so weiter, also machen Sie sich da keine Sorgen, ich gebe mir da schon Mühe und drehe es ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen ist das ein Ding, dass man also immer muss einen Umweg finden, die Leute immer wieder darauf aufmerksam zu machen, hey, da gibt es dann doch dieses, ja, habe ich ja auch noch gemacht. Nicht? Und dass man nicht nur als Universitätsdozent und vor allem auf Literatur ist alles und als Showmaster oder wie Konferencier von Literatur ist alles wahrgenommen wird, was ich natürlich gern bin, aber das ist schon klar. Aber danke, dass Sie bei Literatur ist alles dabei sind. Das ist immer cool. Ich
Ja, dann würde ich die Gelegenheit nutzen, gleich noch etwas fragen, nämlich, also es sei denn, jemand möchte. Gut, dann bin ich wieder, nütze ich das und frage dich nach den weiblichen Figuren. Du hast Mitch schon erwähnt, die eine ganz, ganz wichtige Figur ist. Es ist Mary Defoe, ist auch sehr wichtig. Ja. Also der Roman erfüllt etwas, was wir heute mit Recht auch von Romanen eigentlich haben wollen, nämlich dass die Frauen, also die weiblichen Hauptfiguren auch im Zentrum stehen und wichtig sind, dass es nicht die rein männliche Perspektive ist. Hat sich das von selber so hergestellt? War dir einfach bewusst, dass sowas auch nötig ist in einem historischen Roman heute? Oder haben diese Frauen, die auch in so eine Präsenz für dich bekommen, dass das gar keine Frage war, dass die auch im Vordergrund stehen? Also grundsätzlich, das wissen wir alle, ist fast schon ein Klischee. Geschichte wird oder wurde von Männern geschrieben. Mhm. Und das schrecklich auch bei Defoe ist, und ich kann das ja sagen, weil ich wirklich genug darüber gelesen habe, es gibt nichts über Mary Defoe. Nichts. Sie ist geboren und sie hat Daniel Defoe 7 Kinder zur Welt gebracht. That's it. Mehr wissen wir nicht. Und da habe ich mir gedacht, na gut, also das geht ja wohl nicht. Zwar darum nicht um der Zeitmode zu entsprechen, sondern bitte, Freunde, vergessen, Freundinnen auch, vergessen wir nicht, ein Typ wie der, ja, der von einem Gefängnis ins andere wandert, der unentwegt solchen Druck ausgesetzt ist, der kann nur überleben, wenn er eine Frau an seiner Seite hat, die das trägt. Und nicht die gute Hälfte oder der ganze Quatsch, sondern viel, viel mehr als das. Die Frau ist neben ihm, sie ist muss eine starke Persönlichkeit sein und sie gibt ihm ja auch sehr viel an Ideen ein. Es gibt ja den Satz, du gehst schon sehr weit, deine Idee, sagt sie einmal zu ihm, aber bist immer noch nicht weit genug gegangen. Und das ist die Physiognomie, diese Frau. Sie ist sehr, 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 sehr stark. Sie ist eigentlich, also von alles bis zuletzt, ich meine, sie streiten sich ja gegen Ende, das nehme ich jetzt vorweg. Sie streiten sich am Schluss. Unser guter Danny Defoe hat doch glatt am Schluss Erbstreitigkeit. Er will unbedingt das Geld, will ja nochmal die Ziegelei aufbauen, die er mal hatte, und streitet sich mit Mary. Und Mary sagt daraufhin, ja, du setzt dich für Frauenrechte ein und das soll nicht für mich gelten, oder wie? Also das gibt es. Das ist mal das eine. Also Mary ist jemand, die ganze Zeit da ist und nicht nur hilft, sondern ihm auch, sie ist auch seine erste Leserin und so weiter. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist Mitch. Mitch ist meine Lieblingsfigur. In die habe ich mich wirklich verknallt. Aber das ist, die war schon vor Defoe da. Die habe ich von Anfang an vor mir gehabt. Also kaum, dass der Stoff da war, hatte ich Mitch vor mir. Und Mitch musste rein. Das war so. Der Name war da. Mitchet, nicht? Das war diese Idee. Ich dachte an Donna Tartt. Die kenne ich und so ähnlich war sie. Ist sie ein bisschen, ja. Zugleich dürfen wir nicht vergessen, der hat ja auch einen rein funktionalen Bezug. Wie kann es sein, so fragte ich mich, dass ein Defoe so in die Unterwelt hinabsteigt, ja? Und da problemlos durchkommt. Dieses Nightwalking, das er veranstaltet. Ja, der einen Streit mit seiner Familie, zack, geht und geht in die Unterwelt, nach Romeville runter. Und dort begegnet er Mitch. Und nur durch sie kann er überhaupt diese Welt, eröffnet sich diese Welt für ihn. Sie wird sozusagen zu seiner Beatrice, nicht? Also nach Dante. Das war von Anfang an eine klare Sache. Also ich habe das Gefühl, dass Mitch eine Figur ist, die fehlt in der Welt, in meiner Welt zumindest. Und diese Lücke musste geschlossen werden unter allen Umständen. Und zum Abschluss die Frage, die sich wirklich, denke ich, jetzt viele wissen wollen und immer mehr Leute werden wissen wollen, die jetzt das Buch lesen. Machst du weiter mit den Romanen? Was sind deine Pläne? Kommt ein weiterer Roman? Ja, absolut. Verrätst du was?
Ja, Autoren sagen ja immer, nein, tue ich nicht. Was ist manche. Ich habe die Dinge, ich habe die, es gibt diese, etwas ist da, etwas bedrängt mich seit Monaten, das ist so, aber das kann ich nur in einer Skizze machen, dann verrate ich doch zu vieles. Eine männliche Figur, ein Mann, versucht, eine Frau, was lachen Sie? Ich habe noch nichts gesagt. Versucht, okay, ich verstehe es. Wird ihm lästig. Und mit Hilfe gewisser Institutionen loszuwerden. Und das gelingt ihm auch, aber nicht für lange. Nicht für lange. Und aus diesem Konfliktkern heraus, vor allem den nicht weiter benannten Institutionen, wird sich etwas Neues ergeben, das auch ganz, ganz stark unsere heutige Zeit betreffen wird, weil unsere heutige Zeit ähnlich ist. Also das ist, ich muss es noch ausprobieren, ich muss recherchieren wiederum und so weiter und so fort. Und meine 25.000 Bücher, die meine Bibliothek hat, um nochmal 500 oder sowas. vergrößern, ja, also das ist klar. Aber das ist, ja, da gibt es schon was und wenn das muss ich prüfen, das ist da, gibt es da was Erzählerisches, man darf es ja nicht vergessen. Das Ganze ist ja so ein unglaublich, ich sag damit nicht, will nicht sagen, es ist ein leidender Prozess, Gott im Himmel, der Schriftstellerberuf unterscheidet sich in vielen Dingen von keinen anderen Berufen, das weißt du selbst, aber es gibt etwas, was ganz besonders schwierig ist, und das ist das, was ich Iteration nenne auf Englisch, also Iteration. Das heißt, bei der Niederschrift von der Verschwörung der Krähen, da war es so, ich habe mir ein Jahr Zeit gegeben, nicht länger. Ich habe gesagt, das halte ich auch nur ein Jahr aus. Das sind 7, ich übertreibe nicht, 7 Tage die Woche. Keine Pause. Ja? Immer schreiben. Wird auch zum Ideal. Macht Spaß irgendwann. Du stehst auf, trinkst deinen Kaffee, du sprichst mit deiner Frau über das Buch, bist noch im Schlafmantel, ab Schreibtisch. Und dann sitzt du da bis 9 Uhr. Und dann gehst du ins Bett. Okay, ich dusche mich mal zwischendurch. Damit sie nicht das Gefühl haben, ich wäre total unhygienisch, ja. Aber das kann eine ganze Woche so gehen, ja. Und es ist eigentlich herrlich, ideal. Ich gehe auch nicht aus dem Haus. Warum auch? Also das war schon vor Corona so. Warum? Ich meine, ich lebe ja zwischen Büchermauern, ne, in dieser verdammten Welt. Und jeder, der da draußen ist, ob das ein Telefonanruf ist oder irgendein, mir egal, stört. Der geht mir auf die Nerven. Der hat, weil er mich wieder unterbricht, der unterbricht mich darin, diese Figur zu erfinden. Diese Welt, dieses Detail, habe ich gerade noch dieses Detail gehabt und der Trottel hat mich angerufen, bin schon wieder draußen. Es ist wirklich so. Also, und dann kommt der nächste Schritt, das ist die Iteration, das ist also die Überarbeitung. Und das ist etwas, das stellen sich so angehende Autorinnen und Autoren mit 20, 25, nicht vor. Iteration bedeutet, an einem Text zu arbeiten, bis man selbst den Punkt erreicht hat, ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr, das ist es jetzt. Ja? Und dann hast du den Perfektionspunkt erreicht. Das sieht man dann, siehst du auch daran, dass du nur noch Worte auszutauschen beginnst, dieses Adjektiv, jenes Adjektiv und so weiter und so fort. Aber bis das erreicht ist, dann nehme ich mir das Vorbild von Get Back, von den Beatles. Die haben doch glatt 5 Wochen gebraucht, bis Get Back fertig war. Ja, und die haben sie überarbeitet. Bob Dylan macht das auch so. Also das ist, ich nehme da immer das Vorbild eben auch von Musikern her, vor allem natürlich von einer Lieblingsband, Led Zeppelin, die ja ungeheuer gearbeitet haben an ihrer Musik, nicht? Das bringt mich noch ganz schnell auf etwas. Was ich unbedingt wollte, was Sie vorhin das angesprochen haben mit Literatur ist alles, was Literatur ist alles unterscheiden sollte von anderen, auch auf anderen Sachen auf YouTube. Wir wollen doch bitte sehr, das war auch damals mein Gedanke 2017, als ich begonnen habe damit, dieses wunderbare Medium nicht in Mittelmaß überlassen. Und das ist es ja auch, oder?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, damals ich angefangen habe, das zu machen. Und auch dort spielt das Überarbeiten dieser ganzen Szenarios, die ich dann präsentiere, eine ungeheuer starke Rolle. Also es ist nämlich so ernst wie einen Erzähltext, auch wenn es über etwas ist. Ich versuche das auch in diese Richtung zu machen. Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich frage nicht, was für eine Institution das ist, weil das so schön geheimnisvoll war. Ja, das soll ja bleiben. Ich will das gar nicht genauer wissen, sondern freue mich auf das Buch. Und Markus Gasser hat ja gesagt, dass er in einer schwierigen Position wäre, dieses Buch zu loben. Das stimmt ich aber nicht. Und zu bewerben. Das heißt, ich kann Ihnen sagen, Sie müssen das unbedingt lesen. Das ist ein fantastischer Roman. Man kann gar nicht aufhören. Und er wird jetzt gleich auch signieren. Also nützen Sie die Chance, lassen Sie sich auch signieren, kaufen Sie viele davon und empfehlen Sie es weiter. Und vielen Dank fürs Kommen. Ja, ich danke Ihnen. Alles gut. Danke. Schön, Sie zu sehen, gesehen zu haben. Toll.